Moin und herzlich willkommen beim Flachlandradler, der natürlich wieder unterwegs ist. Und zwar am zweiten Tag auf mein kleinen Schwedenabenteuer. Ja, ich stehe hier am frühen Morgen schon vor einer kleinen Kirchenruine in Svenskjöps. Ich bin schon ein paar Kilometer gefahren. Ja, die Nacht im Zelt. Wunderbar. Der Schlafsack war echt schön warm. Ja, heute Morgen, vielleicht habt ihr es gerade eben gesehen. Die Wiesen sind gefroren. Eine App sagt 0, die andere App sagt 2 Grad in der Nacht. Ich weiß eh, aber kalt war es auf jeden Fall. Aber ich habe im Schlafsack nicht gefroren, war wunderbar, richtig herrlich. Ja, und dann morgens von den Gezwitscher der Vögel geweckt zu werden, ist auch wunderbar. Ich habe schon ein paar Kilometer gemacht. Ja, ich stehe jetzt hier bei Svenskjöp. Hier so typisch schwedisch hier. Ein schöner Morgen, ihr seht nicht mal eine Wolke heute Morgen. Ja, die Sonne wird es auftauen und dann wird es wohl richtig, richtig schön werden. Ja, meine Tour heute zum nächsten Shelter oder Zeltplatz ist 109 Kilometer. Es wird ja ewig mehr werden, aber egal. Ich komme heute noch mal kurz an die Ostsee. Fahre einmal noch Richtung Osten. Ja, und dann fahre ich Richtung Norden. Und dann, ach, ich habe mir wieder so eine tolle Route hoffentlich rausgesucht, dass es wieder so toll wird wie gestern. Eigentlich müsste es heute noch schöner werden, weil es wird heute noch ein bisschen einsamer, wilder. Aber hier sind überall immer so vereinzelt Häuser versteckt. Das ist echt Wahnsinn, wo die Leute überall hier leben. Oder zumindest ihre Sommerhäuser haben. Ja, es ist echt wunderbar. Ich hoffe, es wird wohl sicherlich schöne Bilder geben. Also, da wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. So lässt sich leben. Einfach genial. Das war jetzt mein Frühstück, Köttbola Baguette, das ist ja wieder lecker gewesen, habe ich vermisst. Oh, sehr lecker. Ja, der erste große Ort ist vorbei, Tolarp, da bin ich jetzt durch. Und jetzt geht es hier weiter auf dem Bahntrassenradweg, wunderbar. Oh, jetzt geht es wieder raus ins Land. Hier ist wieder flacher, auch wieder ein paar Felder mehr. Aber nachher wird es auch wieder enden. Einfach nur, ja, ich wiederhole mich, klasse, wunderherrlich hier.
Das war mal jetzt nicht so dolle Kilometer durch die Stadt. Christianstad, nicht sehr interessant, muss ich echt sagen. Ja, umliegende Orte, da war fast 10 Kilometer nur durch bebautes Gebiet. Wahnsinn, aber naja, muss halt auch mal durch. Nächstes Mal weiß man das vielleicht, kann man umfahren, vielleicht auch nicht. Also war für mich jetzt nicht so interessant, aber jetzt geht's wieder in die Wildnis sozusagen, zumindest als ländliche. Da wird es wieder schöner und ruhiger. Endlich wieder Natur. Hier ist ein schöner See, schöner Rastplatz. Endlich ist man wieder draußen. Ja, die Strecke bis hierhin war noch nicht so klasse, aber es wird immer besser. Seht ihr ja, hier ist Mittagspause jetzt, würde ich sagen. Schön am See, wunderbar. Also das ist ja klasse. Richtig schönes Plätzchen, genau ja, 10 vor 12, passt. 60 Kilometer habe ich, aber 50 habe ich noch vor mir. Also genügend Zeit. Naja, erstmal Pause. Also eben bin ich wieder am Grunz-Jön heißt das ja bloß, See, so ein kleiner Angelsee vorbeigekommen. Hier ist auch so ein Schlafplatz wieder. Ja, aber der wäre sehr weit entfernt gewesen vom letzten Mal. Ist echt geil, super klasse. Ja, was soll man sagen? Einfach schön. War gerade eine richtig schöne Strecke, jetzt stark bergan, 10%, aber voll durch den Wald. Endlich mal abseits heute. Wunderbar. Naja, es geht jetzt weiter. Ja, Richtung hier kann ich gar nicht sagen, wie die Orte heißen. Einfach nur weiter. Aber die Ostsee, die kann man schon fast riechen hier. Ist nicht so weit. Journey.
Das ist kein See, das ist die Ostsee. Hier ist ja so ein bisschen, ja, meandrisch würde ich nicht sagen, aber da sind so Felseninseln drin. Ja, das sind alles Felseninseln da drüben, wo die Bäume drauf sind. Ja, hier ist die andere Küste. Aber hier ist die schwedische Ostsee. Ja, nicht gerade offen, ja, aber man kommt auch nicht hin. Alles privat. Aber ich guck mal, ob ich irgendwo einen Badeplatz kriege oder irgendwie so, wo man mal sitzen kann an der Ostsee. Ich habe sie erreicht. Aber weiter geht's. Sind ja auch nur noch 31 Kilometer bis ins Ziel. Boah, viel zu früh. Also habe ich Zeit. Ist das nicht ein Traumplätzchen hier? Und das ist die Ostsee? Kaum zu glauben. Es ist wirklich die Ostsee. Ja, man sieht es nicht so. Da hinten sind schon wieder die nächsten Inseln und Bucht. Und da hinten dieser Wald, der entfernt, dieser kleine Berg, der zu sehen ist. Da war ich gerade eben drauf. Und jetzt sitze ich hier in der Ostsee. Wow, klasse. Ja, ich war baden. Ich war gerade eben drin. Hab die Pause jetzt schon rum. Hab ein paar Kekse gegessen, meine Lieblingskekse, fast aufgegessen, muss ich wieder nachholen. Ja, ah, das ist einfach klasse. Es ist, ja, so super kalt ist das nicht gewesen. Aber hier oben sitzen im Wind, der kommt hier zum Glück nicht ganz so doll an, aber er kommt an und boah, doch frisch. Ich habe noch mal so ein dünnes Unterhemd wieder untergezogen. Boah, ich soll ja gleich wieder weiter. Oh, aber einfach klasse. Mann, 15 Uhr. Die Pause ist schon rum. Ja, jetzt geht's. Ja, das war der östlichste Punkt hier. Weiter nach Osten fahre ich nicht. Ich fahre jetzt wieder mehr Richtung Nordwesten, Richtung Jelmshög. Das sind einige Kilometer noch. Ich muss jetzt wieder ein Stück dasselbe wieder zurück. Und dann geht's dahin. Da werde ich nochmal einkaufen. Mal gucken, was wir zu Abend essen. Ob ich wieder kochen werde, weiß ich nicht. Ja, das ist das absolute Highlight gewesen. Das wollte ich mal sehen. Ja, das zu erreichen in meiner kleinen, ganz kleinen Radreise. Echt klasse. 2 Tage schon wieder und so viel gesehen. Wow, unglaublich. Wahnsinn. Ach, einfach nur herrlich. Ja. Aber es geht gleich weiter. Ja, zur nächsten. Ja, ich will zum nächsten See. Mal sehen, ob ich da auch schlafen kann. Aber erstmal nach Jelmshög einkaufen. I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows. Who knows how to behave, but I'm not even close. Won't you save me? Won't you save me? I am out here alone, 'cause there's nobody left. I need someone to talk to, get this pain off my chest. All the bad things I've done, and the people I've hurt. Wanna take that part of me and leave it in the dirt. Soeben eingekauft, aber Hunger habe ich im Moment noch nicht. Ich glaube, das werde ich gleich machen.
beim Schlafplatz, wenn ich gleich einen finde. Der erste, den ich angepeilt habe, ist in 5 Kilometern. Was geht da wohl? Ja, auch kleiner Ort hier. Schöne Kirche, super Einkaufsladen. Ja, wieder nichts Schweres angekauft. Ja, was Leichtes zu essen. Kleinen Salat habe ich mitgenommen und dann noch was zu trinken. Und Kekse. Naja, weiter geht's. Man merkt, ja, die Sonne geht langsam runter. Es wird ein bisschen kühler. Aber weiter geht's jetzt nochmal zum Schlafplatz. Am See hoffe ich doch. Ich hoffe, das klappt. Darkness for far too long now. Wanna tear down the curtains, let the sun shine in. Oh, I've been seeking forgiveness, 'cause I know I was wrong. Oh, I'm running out of time, I have to stay strong. Ich habe irgendwo und nirgendwo ein Plätzchen gefunden. Ja, am ersten Platz war schon besetzt. Oh, ich bin dann weitergefahren, 2 Kilometer weiter. War leider auch schon alles besetzt. Naja, aber ich bin ja mit Zelt da, da finde ich schon irgendwo ein Plätzchen. Ja, was soll ich sagen? Jetzt sitze ich einfach hier irgendwo am See. Leute, das ist der Traum. Ist das zu fassen? Deswegen bin ich losgefahren, Leute. So ein Platz, so eine Übernachtung hier. Da hinten sind die Shelter. Ja, da ist ein bisschen was los, aber die sind relativ ruhig. Feuer und so brauche ich nicht. Ich schlafe lieber im Zelt als im Shelter. Zumindest jetzt noch, wo es kühle Nächte gibt. Aber Leute, das ist der Traum. Der schwedische Traum ist wahr geworden. Wegen solchen Plätzen bin ich losgefahren. Oh, Leute. Das kann man nicht begreifen, wenn man das hier kriegt, ein Plätzchen sich hier ergattert. Oh, es ist unfucking fassbar. Wunderherrlich, alle Superlative aufgezählt. Deswegen bin ich jetzt los. 113 Kilometer schon wieder gefahren. 18 Uhr, eigentlich eine gute Zeit anzukommen. Ich merke zwar die Sonne auch im Gesicht, ich glaube, das sieht man auch. Ich habe mich zwar eingecremt, aber ui, Leute. Es ist einfach unfassbar. Erst sowas gibt es auf der Welt. Es ist erlaubt. Ja, in Skandinavien. Ja, Mann. Das ist ein schwedischer Traum. Ja, ich kann im Moment gerade kein Fazit ziehen. Ich muss das erstmal hier verarbeiten. Dass ich jetzt hier schlafen darf. Mitten am See, Leute. Eigene Badestelle sozusagen. Wunderbar. Das ist unfucking fassbar. Das ist wow. Ja, ich höre auf. Ich melde mich mal hier nochmal. Ich muss ja auch noch was essen. Einräumen, was essen. Den Abend ausklingen lassen. Das ist die Krönung der Tour. Absolut. Ja, erstmal. Gut, na. Okay, alles gut. Ja, erwischt beim Essen. Ja, ich habe mir noch so eine Schale mit Nudeln und Grünzeug und ein bisschen Fleisch drin. Das habe ich mir geholt, auch wieder kalte Küche. Auch nach diesem anstrengenden Tag, ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter das waren. Wenig waren es nicht, ich habe nur so 2 doch steile Anstiege gehabt. Nicht schlecht, habe ich gut gemeistert.
das Fahrrad auch. War alles perfekt gelaufen, das Wetter ist natürlich top. Wow. Ja, am Anfang war es schön, dann dazwischen Christians Start, da war es dann nicht mehr so, wie ich erwartet habe. Die Stadt war jetzt nicht so das Highlight, fand ich. Ja, und danach und davor Industriegebiet, größere Ortschaften. Da war es ein bisschen, naja, durchziehen, aber das kann ich auch mal gut. Und dann kam das absolute Highlight, die Ostsee. Da konnte ich sogar baden. Wunderbar, habe mich da gewaschen. Könnte jetzt hier auch, aber wozu? Eigentlich bin ich noch sauber. So doll in Schwitzen bin ich auf den letzten Kilometer nicht gekommen. Ja, und dieser Schlafplatz am Ende, unglaublich. Ich glaube, ich werde morgen aufwachen und rausgucken und sage, ich glaube, ich träume noch. So toll. Genau diesen Platz, an diesen See, da wollte ich hin und ich habe es geschafft. Ja, und deswegen, ich sage, boah. Immer unterwegs, wunderbar, diese Erlebnisse, oh, unglaublich, was ich jetzt schon wieder in diesen 2 Tagen von den 4, also habe ich noch 2, wie immer erlebt, oh, wunderbar, solange ich es kann, werde ich es machen, immer unterwegs zu sein, so oft wie es geht, ja, und heute war ja wieder einfach nur krass, was ich wieder geleistet habe, 113 Kilometer, ich weiß gar nicht wie viel Höhenmeter, das ist echt unglaublich. Es geht eigentlich vom Hunger her und so. Viel gegessen habe ich eigentlich unterwegs nicht. Jetzt kommt der Hunger, wo ich jetzt hier sitze. Aber wie gesagt, einfach nur klasse. Auch ich kann nicht alles zeigen. Diese Schwedenhäuser, wenn die so zwischendurch immer überall auftauchen, auch hier am See, da ist mal ein Haus oder da hinten ist mal so ein kleines verstecktes Haus. Es ist einfach. Ach, und die sehen alle toll aus, die meisten, wenn die wenigstens gepflegt sind, auf jeden Fall. Schweden, wie ich es lieben gelernt habe, es ist echt toll. Bin ich so froh, dass es geklappt hat mit dem Wetter. Zwar kalt, die nächste Nacht wird auch ein bisschen kühler, nicht so kalt wie das letzte Mal. Ja, aber egal. Ich könnte jetzt sogar noch mal wieder hier baden, aber ich habe in der Ostsee gebadet, also bin ich wieder gewaschen. Ja, muss ich das hier nicht machen. Alles top, ja, wunderbar, ist gut gelaufen. Ja, viel mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Entweder man hasst es oder man liebt es. Ja, es war einfach eine tolle Strecke auf 113 Kilometern. Unglaublich. Ja, da hinten war ein Schlafplatz, hier war ein Schlafsackplatz. Ja, man kann ja eigentlich sich überall hinpflanzen, aber diese Felsen liegen ja auch überall rum. Es ist gar nicht so einfach, da eine flache Stelle zu finden. Man muss ein bisschen aufpassen. Jetzt sind auch die Mücken unterwegs. Wie ihr seht, bin ich wieder lang angezogen. Es ist etwas kühl geworden. Gleich 19 Uhr. Ja, die Sonne geht so langsam unter. Was heißt unter? Das sind noch fast 2 Stunden. Das sind noch gute 2 Stunden, aber die wärmt hier nicht mehr. Aber es ist echt krass. Was man erleben kann, in so ein paar Tagen, okay, ich bin sehr sportlich unterwegs, kann auch viel sehen. Aber es war echt toll. Ja, ich sappel immer weiter, ich will aufhören. Also sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat dann gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Morgen geht's weiter. Also moin moin, tschüss oder wie man hier sagt, hi hi.